Fünfter Streich. Wer in Dorfe oder Stadt einen Onkel wohnen hat, der sei höflich und bescheiden, denn das mag der Onkel leiden. Morgens sagt man, guten Morgen. Haben Sie was zu besorgen? Bringt ihm, was er haben muss. Zeitung, Pfeife, Fidibus. Oder seid es, wo im Rücken? Drücken, beißen oder zwicken. Gleich ist man mit Freudigkeit, Dienst beflissen und bereit. Oder sei's nach einer Prise, dass der Onkel heftig niese, ruft man, prosit also gleich. Danke, wohl bekomme es euch. Oder kommt man spät nach Hause, zieht man ihm die Stiefel aus, holt Pantoffel, Schlafrock, Mütze, dass er nicht im Kalten sitze. Kurz, man ist darauf bedacht, was dem Onkel Freude macht. Max und Moritz ihrerseits fanden darin keinen Reiz. Denkt euch nur, welch schlechter Witz machten sie mit Onkel Fritz. Jeder weiß, was so ein Maikäfer für ein Vogel sei. In den Bäumen hin und her fliegt und kriecht und krabbelt er. Max und Moritz immer munter schütteln sie vom Baum herunter. In die Tüte vom Papiere sperren sie die Krabbeltiere. Fort damit und um die Ecke, unter Onkel Fritzens Decke. Bald zu Bett geht Onkel Fritze in der spitzen Zipfelmütze. Seine Augen macht er zu, hüllt sich ein und schläft in Ruh. Doch die Käfer Kritzekratze kommen schnell aus der Matratze. Schon fasst einer, der voran, Onkel Fritzens Nase an. Bah, schreit er, was ist das hier? Und er fasst das Ungetier. Und den Onkel voller Grausen sieht man aus dem Bette sausen. Autsch, schon wieder hat er einen. Im Genicke, an den Beinen. Hin und her und rundherum kriecht es, fliegt es mit Gebrumm. Onkel Fritz in dieser Not haut und trampelt alles tot. Guckste wohl, jetzt ist's vorbei mit der Käferkrabbelei. Onkel Fritz hat wieder Ruh und macht seine Augen zu. Dieses war der fünfte Streich, doch der sechste folgt sogleich.